Hey, ich bin Ju. Schön, dass du dich für die Hausmeisterei interessierst. Ich werde dir jetzt etwas über meinen Arbeitsalltag erzählen. Die Arbeitszeiten in der Hausmeisterei sind immer Montag bis Freitag von 8:30 bis 5:30 mit zwei Pausen, einmal um 10 und einmal um 13 Uhr, jeweils eine halbe Stunde. So ungefähr einmal im Monat muss man auch Samstag und Sonntag arbeiten, auch zu den gleichen Uhrzeiten, und dafür bekommt man dann in der Woche danach zwei Tage frei. Zu unseren Tätigkeiten gehören Reparaturen. Das bedeutet, wenn irgendwo Lampen kaputt sind, Waschbecken verstopft sind und so weiter, da müssen wir eben gucken, dass das wieder läuft. Die nächste Tätigkeit ist Essen fahren. Wir fahren das Essen zu den Leuten ins Pflegeheim runter, bringen Kuchen ins Kaffee. Zu unseren Tätigkeiten gehört auch das Recyceln. Wir fahren zum Beispiel in die Küche runter, holen da den Müll ab und bringen den auf unseren Recyclinghof. Dann helfen wir noch beim Umbau bzw. beim Renovieren. Also sprich, wir helfen da zum Beispiel beim Streichen oder reißen Wände ein und so weiter, also so Sachen, die man halt beim Umbau eben machen muss. Im Winter, wenn es schneit, müssen wir immer morgens früh aufstehen und die ganzen Wege schippen und streuen. Wenn verschiedene Gruppen da sind und die grillen wollen oder ein Lagerfeuer abends machen wollen, dann müssen wir den Holz bereitstellen, dass sie ein Lagerfeuer machen können. Oder eben Grills aufbauen und ein paar Biertischgarnituren, dass sie sich draußen hinsetzen können. Dann müssen wir natürlich auch noch im Garten helfen. Da müssen wir dann zum Beispiel Unkraut jäten oder gießen oder verschiedene andere Dinge, die im Garten eben so anfallen. Also Voraussetzungen für die Hausmeisterei sind, dass man erstmal einen Führerschein hat und dass man einfach Interesse an handwerklichen Dingen hat und vielleicht auch schon ein paar Vorkenntnisse. Mir macht an der Arbeit am meisten Spaß, einfach neue Dinge dazuzulernen, die man vorher noch nie gemacht hat, wo man einfach was lernen kann für sein späteres Leben auch. Dann hat es mir Spaß gemacht, einfach mit den anderen Hausmeisterkollegen zusammenzuarbeiten, wo man sich einfach während der Arbeit austauschen konnte und einfach viel Spaß hatte bei der Arbeit. Und dann fand ich es auch immer cool, wenn man so Projekte hat, für die man so mehr oder weniger zuständig war, wenn man zum Beispiel eine Wohnung neu machen musste, also sprich neu streichen, neuen Boden reinlegen und so weiter. Da hatte man dann so ein bisschen selber Verantwortung dafür und dann hat man da auch gleich viel mehr Spaß daran. Herausfordernd fand ich am Anfang, wenn man so verstopfte Klos oder Waschbecken hatte, weil das dann doch irgendwie ziemlich eklig war, weil das ziemlich gestunken hat, und bei den Waschbecken die ganzen Haare da rauszuziehen war dann doch nicht so appetitlich. Am Anfang war es auch ein bisschen schwierig mit den Reparaturen, weil man eben noch nicht so genau wusste, okay, wie funktioniert das jetzt? Funktioniert das überhaupt so, wie ich mir das denke? Und ist es dann gut so und hält es auch? Und was ich noch herausfordernd fand, ist, wenn man zum Beispiel hier in diesen Keller musste, irgendwie für die Küche Kartoffeln holen musste, kann es halt schon sein, dass man so einen Kartoffelsack hochhebt und einem dann eine schöne Spinne über den Arm krabbelt. Bei meiner Arbeit erlebe ich Gott einfach dadurch, dass die vielen Gäste, bei denen wir Reparaturen machen, dass zum Beispiel Lampen wieder zum Leuchten bringen, dass die Gäste uns einfach sehr dankbar sind und sich sehr darüber freuen, dass wir eben bei ihnen jetzt diese Reparatur durchgeführt haben. Und da erlebe ich einfach Gott durch diese Menschen. Und ich baue im Reich Gottes mit hier durch meine Arbeit, indem ich einfach dafür sorge, dass es den Gästen hier gut geht, dass in ihren Zimmern alles funktioniert, dass sie hier grillen können und einfach eine schöne Zeit haben können. Komm in die Hausmeisterei, denn wir haben am meisten PS. Praktische Arbeit macht dir Spaß und du möchtest dich ein Jahr investieren und mit anpacken? Dann bewirb dich in unserer Hausmeisterei. Und falls du dich noch für andere Arbeitsbereiche interessierst, dann klick dich einfach durch unsere Videos.